Schön, dass ihr dabei seid. In diesem Video geht es um Psychologie und um psychologische Inhalte. Und heute geht es um 5 Verhaltensweisen, wie ihr gute, funktionierende Beziehungen schädigen könnt. Also diese Verhaltensweisen gilt es zu vermeiden nach einem Video von Psych2Go. Ja, manchmal fühlen wir uns bemüßigt, Menschen, mit denen wir zusammenleben, zu kritisieren. Es sind oft Kleinigkeiten und niemand kann überall 100% passen, wie jemand die Chips isst, wie jemand mit dem Teller klappert. Gewisse andere Verhaltensweisen, Kleinigkeiten, die uns aber oft sehr stören können. Und ja, die werden dann auch manchmal kritisiert. Entscheidend ist jetzt aber nicht die Kritik und entscheidend ist nicht die kleine Marotte, die man hat, sondern entscheidend für das Beziehungsmilieu ist, wie man eben genau mit dieser Kritik umgeht. Hüllt man sich in Schweigen stundenlang, ist passiv-aggressiv, auf das komme ich noch. Und also das wäre etwas gewesen, wobei ich mich ertappt habe. Oder geht man sofort in den Gegenangriff über, attackiert das vis-à-vis. Oder drittens wird ganz schnell wütend, wenn man kritisiert wird. Mit einer guten Selbstwertschätzung sollte besonnen auf Kritik reagiert werden und man kann darüber nachdenken und dann das von sich weisen und sagen, nein, mein Liebster, das stimmt nicht. Oder ja, durchaus, da müsste ich mich an mir arbeiten, da könnte ich an mir arbeiten. Punkt 2 ist die Privat- oder Intimsphäre. Auch wenn man sich in einer guten Beziehung befindet oder vielleicht sogar genau dann, braucht jeder der Partner und Partnerinnen auch seinen Teil der Intimsphäre, der Privatsphäre. Und es ist sehr negativ für die Beziehung, manchmal sogar katastrophal, wenn jemand diese Privatsphäre nicht respektiert und zum Beispiel die Tagebücher liest oder den Verlauf sich anschaut, E-Mails überprüft und so weiter, den Instagram-Account kontrolliert. Das kann speziell auch für junge Beziehungen katastrophal enden und ja, im Aus enden. Der dritte Punkt wäre, sich selbst zu entwerten. Ja, man kann sich durchaus einmal unsicher fühlen und auch vor dem Partner oder der Partnerin selbst entwerten. Ja, singulär und einmalig kann das ja durchaus vorkommen, aber wenn das repetitiv in einer Beziehung vorkommt, dass ein Partner oder die Partnerin sich immer wieder entwertet, schlecht macht, in der Beziehung und vor dem Partner, dann ist das ein Hinweis auf ein gröberes und größeres Problem, das veränderbar ist, aber nicht allein durch Liebe. Und ja, also hier braucht es sehr wahrscheinlich professionelle Hilfe. Der vierte Punkt sind Ultimaten. Ich kann mir durchaus ganz seltene Konstellationen vorstellen, wo ein Partner einer Partnerin oder umgekehrt ein Ultimatum stellt. Und zwar, wenn es um gefährdende Dinge geht, also zu schnelles Autofahren, zu riskanter Konsum von irgendwelchen Substanzen, dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Aber im Allgemeinen sind Ultimaten innerhalb einer Beziehung ja ein No-Go, verboten. Zum Beispiel, ja, also wenn du diese Person triffst, wenn du diese Freundin triffst, dann bin ich weg, dann mag ich nicht mehr. Ultimaten dieser Art sind ja für eine Beziehung destruktiv. Vielleicht fallen euch noch einige Beispiele ein, die absolut unzuträglich sind für eine Partnerschaft und eine Beziehung. Ja, und der fünfte Punkt ist Silent Treatment, passiv-aggressives Verhalten. Man ist nicht offensichtlich aggressiv, sondern verhält sich passiv, still, redet nicht mehr, zieht sich zurück, entzieht sich der Lösung, entzieht sich der Kommunikation und deshalb kann es auch keine Lösung geben. Und das ist Silent Treatment, passiv-aggressives Verhalten in Beziehungen und ja, wirkt sich
ganz negativ auf den Partner und auf die Partnerin aus. Also diese 5 Punkte wollte ich gerne mit euch besprechen und möglicherweise ist etwas dabei, wo ihr ja an euch arbeiten könnt oder was ihr wiederentdeckt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, danke für euer Feedback, bis zum nächsten Mal.